So, hallo, ich nehme dieses Video direkt im Anschluss auf das letzte auf, wie ihr merkt, denn es gibt noch einige Sachen, die wir besprechen wollen. Und zwar möchte ich auf den letzten großen Punkt nochmal eingehen und ich möchte euch helfen, euren Champion zu finden. Ja, ich möchte euch helfen, euren Champion zu finden. Und vor allem eure Rollen. Und euren Spielstil. Hier seht ihr jetzt die Champion-Klassen, die es gibt. Wir haben da Tank, Fighter, Slayer, Marksman, Mage und Controller. Ich werde kurz mal meine Cam jetzt ausmachen. Ich glaube auch für die nächsten Slide. Denn hier haben wir sehr viele Informationen drin. Ja, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Die Cam ist da im Weg, egal wohin ich sie schieben würde. Fangen wir an. Mal so grob zu erklären, wie die Tabelle funktioniert. Also ihr seht die Champion-Klassen, auch nochmal deren Unterklassen. Dann seht ihr in der nächsten Spalte das Ziel dieser Champions, die man in diese Klassen einteilt. Was deren Spielidentität ist sozusagen und was deren Eigenschaften ist. Also wie man sie spielt und was sie für Eigenschaften grob haben. Und hier seht ihr nochmal in grün, auf welcher Lane wir sie hauptsächlich sehen. Und in so grün-gelblich, wo man sie auch spielen kann, aber dann doch eher seltener. Ja, es gibt zum Beispiel bei Assassin, kann man zum Beispiel Pyke, wobei Pyke ist kein Assassin, technisch gesehen, weil er eine Menge CC hat. Man kann auch Assassins auf Support oder auch auf Top spielen. Gibt's. Hat man alles schon gesehen. Und deswegen ist das sehr ein sehr grauer Bereich. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Aber so grob, das ist so die Lanes, an denen ihr euch dann orientieren könntet. Das heißt natürlich, dass man auch manche Charaktere oder Charakterklassen auf verschiedenen Lanes spielt. Heißt jetzt nicht, dass man alle Burst Mages im Jungle, Mitte und Support spielt. Man sieht einen Fiddlesticks im Jungle, man sieht eine Ahri in der Mitte und man sieht eine Lux. Okay, Lux ist falsches Beispiel, einen anderen Burst Mage, man sieht aber nicht für Ahri Support. Okay, das ist jetzt nicht Meta, aber ich denke mal, wisst, was ich meine. Ja. Das heißt aber nicht, dass ich unbedingt immer Fiddlesticks auch Mitte und Support spielen kann. Klar, man kann, aber das ist dann doch eher seltener. Ich denke mal, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Auf jeden Fall, das ist erstmal nicht so wichtig. Wichtig ist halt das, dieser Bereich. Was ist das Ziel? Und da müssen wir uns halt so ein bisschen angucken, was ist das Ziel jeder Klasse. Ich möchte jetzt auch nicht so im Detail drauf eingehen. Ich möchte auf einige Sachen eingehen. Ich möchte nur kurz über die Ziele reden. Und über einige Eigenschaften. So, beim Tank. Ein Warden ist dafür da, um Carries zu beschützen. Also die quasi den ganzen Schaden machen. Du willst dich vor die stellen und quasi alles tun, um halt deren Engage zu blocken, damit die Carries safe sind. Vanguards sind das Gegenteil. Die wollen in deren Backline oder Frontline, je nachdem, wie es halt aussieht, hauptsächlich Backline, halt mit Hard CC engagen, sie halt quasi niederringen und dann quasi sind quasi Haupt-Engage und das Team folgt dann darauf. Juggernauts wollen einfach das Team, also das ist ein Fighter, Juggernauts wollen dann einfach das Team niederrennen. Also sie wollen einfach draufrennen und dann, bam, machen sie ihre Kombos, sie kennen sie alle, Darius, Garen und so, und drücken dann Ult und killen dann die Leute, vor allem Backline. Und wollen daher länger überleben, aber das Problem ist halt, die können halt easy CC'd werden oftmals. Diver. Diver sind sogenannte 1v1-Carries. Sie wollen quasi jemanden 1v1 und mit ihrer Burst halt engagen, um dann einen Carry zu 1v1. Sie sind nicht so gut in 1v5, aber im 1v1 sind sie relativ gut. Das Problem ist halt, sie müssen halt wissen, wann, wie viel Zeit habe ich, um jemanden zu killen, bis dann halt die anderen da sind. Wenn die natürlich gegroupt sind, ist es relativ schwer für den Diver was zu machen, weil 1v5 ist nicht so einfach. Wenn ihr so ein 1v5 seid, dann spielt ihr Skirmisher am besten. Ihr wollt Gegner duellieren oder halt 1v5 machen. Ihr habt sehr viel Schaden. Aber dieser Schaden geht dann nicht jetzt so in Richtung Burst, sondern eher in Richtung DPS, also Schaden über Zeit. Ihr seid sehr sticky, also ihr könnt easy am Gegner kleben bleiben. Das ist für euch relativ easy. Das ist nicht so schwierig. Und ihr geht halt auch weiter, halt auch eher lange Fights. Und ihr könnt halt wirklich 1v5. Da sehen wir sowas wie Fiora, sowas wie ein Yasuo. Das gehört da rein.
Assassins. Assassins wollen mit einer Cooldown-Rotation die Carries einfach töten. Mit sehr viel Burst-Schaden. Und haben halt Utility-Spells mit Stealth und Mobilität, um halt problemlos rauszukommen. Wenn sie aber ihre Combo vermissen oder CC'd werden und noch ihre Combo abhaben, sind sie sehr squishy und haben nichts, was sie tun können. Sie können nur versuchen, irgendwie wegzuflashen oder wegzujumpen, wenn sie das gerade noch so abhaben. Am meisten muss es sowieso aggressiv benutzen. Ja, und dann ist es oftmals schwierig. Das ist auch der Grund, warum wir diese Champions dann nicht so viel in Competitive sehen. Weil die Champions sind super gut, um einen Target rauszunehmen. Aber in einem Teamfight hast du meist drei Tanks oder zwei Tanks und dann noch einen Sub-Tank, also einen halben Tank, so wie ein Renekton oder sowas. Und dann hast du zwei Carries und die müssen halt quasi den Hauptschaden machen. Du hast einen Assassin, kannst einen rauspicken, stirbst dann aber selber und der andere Carry soll dann vier Champions killen? Seriously? Außer er ist halt super fett und ist Vayne, das ist ziemlich schwierig. So. Genug dazu, kommen wir zu den Dungeon Marksmen und zwar zu Dominator. Das sind halt Champions, die gerne im Early Tower pushen wollen, also die quasi immer pushen, 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 um halt versuchen Tower zu holen. Generell haben Marksmen relativ viel DPS und halt insane Scaling im Late Game mit ihren super starken Items, weil die halt auch so mega teuer sind. Und halt auch die Range, um später carryen zu können. Also einfach in der Ferne stehen. Midi-Carries, also sind dann eher so Skirmisher, haben oft das Problem, dass sie, wenn sie ihre defensiven Tools nicht optimal einsetzen, und sie sind oft auch noch schwer einzusetzen, weil man sehr gute Reaktionen haben muss, weil man eben so nah am Fight dran ist. Wenn ein Gegner irgendwie einen CC-Spell raumhaut und man steht quasi direkt vor ihnen, hat man sehr wenig Zeit zu reagieren. Ich denke, man wisst, was ich meine. Klar, jeder von denen hat eine defensive Ability. Aber ihr wisst, was ich meine. Und deswegen ist das halt dann meist so das Late Game Damage. Hypercarries hingegen sind gut im Engage von Gegner zu folgen. Sie wollen, dass irgendwer im Team reingeht und können dann problemlos folgen und relativ viel Schaden machen. Auch im Early schon. Und das ist so dieses Tristana Level 2. Ich denke mal, wir wissen alle, wovon wir reden. Ja. Scaler sind einfach die halt, denn Early ist mega bad. Also, sie haben halt super Late Game DPS. Wir denken alle dann an Kog'Maw, wenn wir das hören. Dieser Champion ist einfach ein wandelndes, keine Ahnung, komisches Void-Vieh. Was weiß ich, frag mich bitte nicht, was das genau ist. Der einfach, ja, useless ist. Aber irgendwann hat er seine Items. Wenn er dann seinen Krakenslayer, wenn er dann seinen Rageblade, und dann vielleicht auch noch eine Hunans hat, dann fängt er an, durch das Team zu shredden, wenn keiner an ihn rankommt. Mit seiner insane Range, mit der W. Ja, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Mages. Battle Mages sind schon sehr ähnlich zu Scalern. Deswegen sind sie auch sehr nah dran. Und sagen wir mal, haben die AOE DPS. Also AOE ist Flächenschaden und DPS ist halt, wie gesagt, Schaden über längeren Zeitraum. Zudem haben sie halt als Mage auch noch eine gewisse Form von CC. Nicht so viel, aber decent. Und halt Sustain, um in langen Fights zu bestehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an sowas wie einen Swain denke, wenn ich an sowas wie einen Flood denke, die haben halt relativ gute Tools, um halt lange im Fight zu überleben mit ihrem Sustain. Burst Mages. Burst Mages haben einfach die Aufgabe, Carries zu CC'en und zu bursten, sehr ähnlich zu Assassins, aber sie haben halt eine ganze Menge CC. sie haben viel Burst. Wie gesagt, und hat eine Menge CC und sind relativ mobil, um den Burst gut anbringen zu können, denn deren Burst ist sehr, sehr close-rangy, wenn man es jetzt mit anderen Mages vergleicht. Artillery Mages hingegen haben nicht so viel Mobilität, aber sie müssen ganz hinten stehen, meist sogar noch hinter dem Marksman. Sie haben insane Range und können, also ihr wisst sicher alle, wie weit, wenn man optimiert, Pedal-Star und Portal-Jump von Zoe benutzt, wie weit man kommt mit seinen Spells, also und halt auch insane Damage dann hat. Ja, wisst ihr alle, was ich meine? Also Xerath, solche Champions. Enchanter wollen das Team verstärken, also die wollen das Team unterstützen mit Shields, Heilung und so weiter. Sind super gut in Disengagen, also wenn ein Engage kommt, können sie Gegner silencen, festhalten, was weiß ich. Genau.
Und ja, gewisse Range haben sie halt auch, aber es ist okay. Catcher hingegen sind die Supporter, die eher etwas tankiger sind meist. Zwar gibt es auch sowas wie Bard und Morgana, aber overall sind die gut für ein Engage-Setup. Also, sie können gut Fights setupen, können sowohl engagen als auch disengagen, das ist deren Stärke oftmals, dass sie beides können. Und sie haben halt eine ganze Menge Range CC. Also wenn ich an Leona denke, wie viel CC sie auch von Range hat mit E und Ult, das ist insane. Aber Morgana, wenn sie dieses Binding über die ganze diese Range hittet mit diesem langen CC-Dauer, das ist gut. Auch Lockdown. Lockdown ist so eine Sache. Also auch das können sie relativ gut. Sehen wir aber eher nur auf Support, denn sie haben halt null Damage. So Leona, Rell, obwohl Leona können wir fast schon als Vanguard zählen, kommt so ein bisschen drauf an. Diese Champions haben oft so die niedrigsten Schadensnummern im ganzen Spiel. Sie sind halt oft nur mit einem guten anderen, der halt irgendwo Schaden hat, sinnvoll. Kommen wir nun zum Playstyle. Und der Playstyle ist dann doch etwas, was ein bisschen interessanter ist, denn es gibt verschiedene Arten von Playstyles. Ich blende direkt alles ein, würde ich sagen. Übrigens, das muss Soft CC heißen, also bitte ignoriert das. So, es gibt fünf grobe Kategorien, in die wir es einteilen. Zum ersten die Spielweise. Sind wir eher ein Engager, der gerne reingeht, noch bevor der Gegner was macht? Oder sind wir ein Disengager, der gerne will, dass der Gegner reinrennt, reinintet fast schon, und dann man halt, ja, followed. Mehr oder weniger. Also man, wenn man die, man weicht den Gegner vom Space aus und engage danach. So, wenn der Gegner nichts mehr hat. Du zum Beispiel meine Spielstil, wie ich präferiere zu spielen. Okay. Der Stil an sich. Seid ihr in Range? Spielt ihr gerne Range Champions? Meistens ist es egal, aber spielt ihr gerne Range Champions? Oder eher Melees, die auf Sustain oder auf Tankiness basieren? Kurz, es gibt zwei Überlebensstrategien in League. Und zwar entweder habt ihr Sustain, also Lifesteal, Omnivamp, solchen Kram. Oder ihr habt Tankiness, also erhaltet viel aus, weil ihr sehr tanky seid, viel Leben und viel Rüstung und Magieresistenz baut. Schaden. Habt ihr eher Burst-Schaden, also eine Rotation, super viel Schaden und dann riesige Abklingzeiten? Auch, da sehe ich auch so Champions wie, es geht eher so um die Abklingzeit, nicht so um den Schaden. Es gibt auch eine ganze Menge. Alistar zum Beispiel. Alistar geht rein, er macht zwar keinen Schaden oder nicht unbedingt, aber er hat danach trotzdem hohe Abklingzeiten, auch wenn er nicht sehr viel Schaden macht. Das ist auch eher ein Burst-Champion, weil er dann, klar kann er noch seine E aufladen und so, und dann ist, aber seine Q und W sind never up, dann in dieser Zeit. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Und DPS ist halt dann eher so, wenn man Sustain-Damage hat, lange im Fight bleiben kann und halt Schaden über Zeit machen möchte. Okay, so. Kommen wir zu Mobilität. Mobilität, da gibt es, ich würde jetzt nicht so im Detail eingehen, Dashing und Movement Speed. Jetzt denken sich, Dashing ist auch viel besser. Aber viele, es gibt auch viele Spieler, die mögen Movement Speed mehr als Dashes, weil erstmal Dashes haben Cooldowns. Dashes kosten oftmals auch vielleicht Mana, außer man spielt Yasuo, die Tempest ist sowieso broken oder Cutter. Spaß beiseite. Movement Speed, dieses Gekite und so, das sehen wir bei vielen ADC-Spielern und Mage-Playern und viele lieben diesen Playstyle. Und deswegen, die profitieren dann stark von Lauftempo. Und halt dann noch Massenkontrolle, also CC. Übrigens, das soll Soft CC heißen, nicht Hard CC. Liebt ihr es, auf Immobilizations und zu basieren? Immobilizations, alles, was den Gegner irgendwie festhält. Also seine Fähigkeit zu laufen einschränkt. So. Oder, also ist das Core Trading Pattern, zum Beispiel, ich brauche meinen CC, damit der Gegner eine Distanz zu mir hält oder damit ich an den Gegner rankomme, sowas. Oder ist das nicht so wichtig? Habt ihr es vielleicht in eurem Kit, aber ihr ist nicht reliable, immer sinnvoll zu nutzen? Oder ihr seid nicht darauf angewiesen? Ja. Basierend auf das kann man hier eine grobe Tabelle erstellen. Und ich kann übrigens meine Cam anlassen, weil da unten ist gar nichts. Aber grob gesagt, es gibt diese, kann man natürlich jeden Champion in die Kategorie so etwa einsortieren. Klar, bei einigen kann man streiten und ich habe auch nicht Ahnung von allen Champions so komplett exakt, aber so grob kann man das so hier einteilen.
Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe jetzt hier diese Spielstile. Also hier haben wir einmal Engage und Disengage. Dann haben wir hier Burst und DPS. Dann haben wir hier Mobilization und Soft CC. Und dann haben wir hier noch Movement Speed bzw. Dash. Und dann haben wir hier die Unterkategorien. Erstmal, welche Klasse spiele ich gerne? Ich spiele gerne Range Champions, die squishy sind. Gut, alle sind squishy, alle Range Champions. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Ich liebe es zu engagen. Also nehme ich Engage, ich gehe gerne rein. Aber ich bin dann doch eher der, gerne auf DPS steht. Also eher so Schaden über Zeit macht. Und ich liebe CC. So. Zudem mag ich noch Movement Speed, weil ich gerne sehr, sehr flott bin. So, ihr wisst, was ich meine. Und dann haben wir hier all diese Champions. Diese 8 Stück. Jetzt müsst ihr wissen, dass es hier noch Mix gibt. Dann nehme ich den noch mit rein, weil der sowohl Engage als auch Disengage sind. Diese können so ein bisschen beides. Etwa gleich gut. Das heißt auch nicht, dass ein Champion, der nur engagen kann, wie Ashe, nicht unbedingt auch disengagen könnte. Ja. Also, er kann auch disengagen, aber ist besser im Engage zum Beispiel. So sehe ich diese Tabelle. Und eine Sache sollte gesagt sein, je näher der ein Champion irgendwo dran ist, umso eher passt er auch den anderen Stil mit rein. Also zum Beispiel, Nico ist relativ nah auch an Burst dran. Das heißt, Nico hat auch ein bisschen Burst, kann man auch bei Burst mit reinziehen. Deswegen könnt ihr auch in Nachbarzellen so ein bisschen schauen. Müsst ihr ein bisschen gucken. So, und dann würde ich mir diesen neuen Champions nehmen und vielleicht einfach mal austesten. Und das Ganze kann man so machen. Das ist so eine ganz grobe Weise, es zu sehen, um in eine ganz grobe Richtung zu gehen. Wir können es aber auch noch ein bisschen detaillierter machen. Ich habe hier mal eine Tabelle für euch. Und ihr hier seht, haben wir hier diese ganzen Kategorien. Sorry, ich kann das euch auch nochmal zeigen. Hier haben wir es nochmal eine Nummer besser. Hier seht ihr das Ganze. Und zwar habt ihr hier diese 5 Kategorien. Und hier kann man jetzt entscheiden nach hier Engage oder Disengage. DPS oder Burst, Immobilization oder Soft CC, Movement Speed oder Dashing und Range, Melee und Tanky. So, hier steht auch nochmal dabei, was es ist. Und dann müsst ihr noch die Prioritäten festlegen. Was ist euch am wichtigsten? So 5 ist uns, ist so, darauf möchte ich auf keinen Fall verzichten, das will ich unbedingt drin haben. Das ist mir super wichtig. Während zum Beispiel 1 ist, ist mir relativ egal. So, 2 wäre so, ja, ist mir ein bisschen wichtig. 3 ist so, ja, das macht mir Spaß, ist nice to have. Und 4 ist so, das macht meinen Stil aus, finde ich super toll. So, wenn ihr das ausfüllt, spuckt ihr euch eine Tabelle aus. Die sieht etwa so aus bei mir. So, und die sind halt durchnummeriert. Und auch hier nochmal ein Prozent, wie viel Prozent den Stil halt dazu passt. Zufälligerweise ist meine Menge ganz oben, aber das ist nicht so wichtig. Aber wenn man mir guckt, den ersten 5 Champions, Anivia habe ich nie wirklich gespielt, aber alle anderen habe ich eigentlich wirklich auch mal aktiv gespielt. Also, Janna war mein Main auf Support, Xayah war mein Main auf A ist mein Main auf ADC, Ivan war mein Main auf Jungle. So, das passt sehr gut für mich zum Beispiel. Also für mich persönlich passt das sehr gut. Klar habe ich dann auch noch andere Champions, die ich auch viel gespielt habe, wie eine Nico, die man jetzt hier eine Weile suchen müsste. Oder auch eine Lux, die jetzt zum Beispiel erst hier kommt. Also wenn ein Champion hier drin ist, oder eine Zoe, heißt das nicht, dass das nicht euer Stil ist. Das heißt aber, dass ihr, hier ist Ahri, dass es einen Stil gibt, der vielleicht euch nicht unbedingt widerspiegelt, so voll. Heißt nicht, dass euer Champion euch nicht Spaß macht. Und das soll auch nur so ein bisschen ein Guide sein, in welche Richtung es etwa geht. Und ihr seht, das ist auch nicht unbedingt an eine Rolle gekoppelt. Ihr könnt jetzt natürlich sagen, ich nehme jetzt nur die Champions, die ADC sind, weil ich ADC-Main bin. Da habt ihr natürlich eine kleinere Auswahl. Aber das nur so mal als Hilfestellung, welche Champions vielleicht am ehesten zu euch passen können. Das sollte es aber auch gewesen sein. Und in den nächsten Videos schauen wir uns dann Bronze-Wards an und versuchen so ein bisschen. Ja, natürlich auch ein bisschen Spaß haben, aber auch so ein bisschen euch zu helfen, was man da verbessern kann für Bronzespieler, um in Silber zu kommen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, auf Wiedersehen, macht's gut, tschüss.